Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Picture Puzzle von Link Hyrule. Have fun! 22,22% ist die Abschlussrate. 2 erfolgreich von 9 Versuchen gab es. 0 Herzen hat es bekommen. 5 Leute haben es probiert. Es ist ein Rätsel gegen die Zeit. Wieso gegen die Zeit? Naja gut, das Ganze im Super Mario 3D World Style. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt an und damit jetzt viel Spaß bei diesem Video. Deswegen gegen die Zeit. Okay. Hier erkennt man es schon. Da fehlt eine Frage. Ein Powerblock. Also erstmal ganz rechts. So, was haben wir hier? Hier ist der mittlere. Auch easy. Hier ist ganz rechts. Wenn man Glück hat, kann man sogar mal einen Walljump da machen. Hier ist ein anderer Pfeil. Im Hintergrund. Hier ist der Pfeil. Hier ist die Röhre. Okay, alles sehr schnell. Alles fix, 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 fix. Hier ist es hier. Hier ist der Pfeil anders, glaube ich. Ja. Hier ist die Röhre falsch rum. Hier ist es hier. Hier sind die. Hier ist ein Fragezeichenblock mehr. Hier ist es hier. Hier ist nämlich hier unten so ein Ding. Das ist doch richtig. Rechts ist ein Pfeil. Man kann das gar nicht auf Anhieb schaffen. Es ist gar nicht möglich, das auf Anhieb zu schaffen. Okay. Danke für den tollen Fehler. Da muss wohl nochmal nachgearbeitet werden. Wo war es jetzt? Hier, hier war es. Ja. Hier war es der. Hier war es der letzte. Hier war es der zweite. Hier, was war es hier? Hier war es der Pfeil. Kam jetzt das mit diesem. Ne, jetzt kamen noch die Röhren, da war es auch der letzte. Hier war es der erste. So, hier ist jetzt der letzte, das weiß ich. Weil ich es gesehen habe. Aber da hast du definitiv einen ganz großen Schnitzer drin. So, hier ist es der zweite. Okay, ich denke mal, den Schnitzer hast du gesehen. Sogar Rekord. Wow. Ich glaube, es ist möglich, das Ganze in unter einer Minute zu schaffen, wenn man das Ganze auswendig kann. Aber es ist halt ein Fehler drin. Insofern, ich kann da kein Toll für geben. Tut mir leid. Da ist ein Fehler drin, das ist nicht optimal gelöst. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze doch jetzt einfach mal im Detail an. So, und da sind wir auch schon im Detail. Immer noch der andere Level-Viewer, den ich sonst verwende, wo man schön rein und rauszoomen kann, ist leider deaktiviert. Deswegen kann ich euch das nicht so perfekt zeigen, gehe ich mal davon aus, aber in Ordnung. Hier, wie gesagt, konntet ihr sehen, ist es dieser Powerblock, der hier fehlt. Dann kommt man zur Röhre A. Hier ist es dann entsprechend dieses rote Kästchen. Dann kommt man zu B. Bei B war es hier dieser Block.
Dann geht es in die Unterwelt zu A. Nämlich hier hin. So. Hier ist es dann der Pfeil, den man jetzt hier leider nicht so gut sehen kann. Das ist halt das Tolle gewesen bei dem anderen Editor. Man konnte drüber mit der Maus und man hat es halt sofort gesehen, ne? Was da entsprechend versteckt ist. So, von A geht es dann hier hin. In diesem Bereich hier ist auch sehr deutlich erkennbar. Einmal der Pfeil ist anders positioniert. Und hier fehlt ein Block. Also hier sind sogar zwei Fehler in einem Bild. Dann geht es von B. Geht es dann zu B. Das wäre hier. Hier ist es die blaue Röhre, wo wir dann wieder zu C kommen. Bei C ist es hier dieser eine Block, der ein bisschen fehlerhaft ist. Und dass hier aber auch noch was fehlt. Was fehlt denn da? Hier fehlt irgendwas. Also auch hier ist anscheinend ein zweiter Fehler. Wenn ich jetzt wüsste, ich glaube, das sind die... Ah, du hast da einen Weg für die gemacht und das hast du da nicht gemacht. Okay, vergiss es, da fehlt nichts. Da hast du einen Weg gemacht, den hätte man eh nicht gesehen. Okay. Dann geht es zu D. D sind hier im Hintergrund Pfeile, die man hier durch diese Dinger jetzt nicht sehen kann. Im Spiel aber kann man die Pfeile sehen. Und hier wäre dann hinter ein Pfeil, der... keine Ahnung, in irgendeine Richtung zeigt und deswegen halt anders aussieht. Geht es weiter zur Röhre B. B, 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 hier. Hier sehen wir die Clearpipes, Glasröhren und hier einmal andersrum, entsprechend hier zu C. Bei C fehlt hier dieser eine Block, deswegen kann man da hoch. Geht es weiter zu D. D, 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 hier D. Und hier ist nämlich genau das, was wir eben gerade hatten. Hier ist ein Block und kein Donut-Block, sondern ein normaler Solid-Block. Und hier hinter sind Pfeile. Und weil dieser Pfeil hier, und das könnt ihr hier an dieser Stelle gut sehen, ja, hier guckt er ein bisschen raus, hier nicht, hast du hier einen Fehler eingebaut. Einen gravierenden Fehler. Wenn das ein Troll war, dann ein ganz böser Troll, gerade wenn man das Level so in einem durchziehen möchte, vom Prinzip her. Geht es weiter in der C-Röhre, fehlt hier der Pow-Block. Geht es weiter in der D-Röhre und zu D kommen wir zum Ziel. Also ich denke mal, ich habe dir deinen Fehler da gezeigt. Wahrscheinlich hast du den nicht gesehen, ansonsten hättest du es ja auch nicht so veröffentlicht. Ne? Freue mich aber trotzdem, wenn du noch weiterhin so welche Level machst und dann nicht unbedingt mit Zeitdruck, sondern wirklich auch mal, ne? Klar, auch mit so welchen Pfeilen kannst du gerne arbeiten im Hintergrund, aber pass halt wirklich auf, dass du wirklich alles kontrollierst. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.